Dann würde ich sagen, machen wir noch mal einen Angriff. Wie sieht's aus? Der kann eigentlich nix. Jetzt so einfach in die Schlacht. Ach komm, machen wir. Weil, dann kann ich gleich mal das Pferd mir angucken, was ich den einen Kommandanten gegeben habe. Look at my horse is amazing. So, wo ist denn der Spacken? Da ist er. Drehen, drehen, drehen. Ja. Das ist ein akzeptables Pferd. Aber, ist schon krass. Das Vieh ist riesig. Also der Reiter und das arme Pferd da darf den erstmal tragen. Oh Mann. So. Einstellungen machen wir ganz locker, flockig und leicht. Hier kommen die Kanonen hin. Kommt mein Arthas dahin. Look at my horse kommt dahin. Und dann erstmal hier schön die muntere Armee. Und dann eben die Plänkelarmee. Zack, dahinter. Die kann ich wieder hier hinpacken. Na, ein bisschen kompakter. So. Und meine Hündchen kommen hier hin. Das Vieh können wir ruhig dahin setzen. Und ja, starten wir mal. Da sind also die Gegner. Können wir schon drauf schießen? Dann mach das mal bitte. Dann warten wir mal ab. Und da schießt er. Und trifft nicht. So ein Idiot, echt. Die echt keine Chance gegen mich haben. Das sind echt nur Nahkämpfer, oder? Theoretisch könnte ich einfach platt machen. Nee, einfach hier meine Superarmee, die rennt da einfach. Der hat den volle Kanne getroffen. Würde ich mal sagen. Die reichen eigentlich vollkommen aus, die platt zu machen. Das ist nichts. Ha, schön die beiden vorne. Oh, er rennt schon nach vorne. Und BÄM! Aber ich schicke noch meine Hunde los. Und die Armee. So ganz gemütlich. Und Rinder. Er flüchtet schon. Er so, nö, ich will nicht. Ah, herrlich. Wie einfach oh, der kriegt jetzt eine Ladung ab. Ah, nicht ganz. Ja, ich würde mal sagen, locker, flockig gewonnen. Und keine Verluste. Was? Arthas hat 16 Leute getötet? Krass. Na und hier unser Geschoss. Locker. So. Wir reißen das Ding mal nieder und wir an einem Banner der Eile bekommen. Was ist mit dir? Den kann ich nicht töten, okay. So. Du hast einen neuen Banner bekommen. Okay. Hast auch ein Level Up? Ja, hat er. Wir nehmen den Feindsjäger.
So, du hast, denke ich mal, auch ein Level up. Kann ich denen irgendwas geben? Nein, nein, nein. Nee, der hat kein Level up. Dann würde ich mal sagen... Was sind das für Idioten? Die denken, die können mich hier besiegen. Gucken wir mal, wann haben wir Überschuss? In einer Runde. Dann können wir das auf Stufe 4 machen. Dann haben die Rekrutierungs wird um 3 erhöht. Ist gar nicht mehr so schlecht. Wie sieht es eigentlich hier aus? Das haben wir ja schon. Wenn wir das hier bauen, kriegen wir... Was sind das? Chaoshexer? Ne, ich würde mal sagen, das unheilige Relikt bauen wir als nächstes. Oder was macht das? Unterhalt für Streitwagen wird weggemacht und wir kriegen Streitwägen. Ah, ich würde schon fast sagen, wir gehen hier. Damit wir die Kanone kriegen. Oder was meint ihr? Nee. Erstmal die Truppen, dass wir hier auf die Chosens gehen können. Chaosritter. Ja, auch nicht schlecht. Chaosbrut. Ah, ja, nächste Runde erstmal abwarten. Oder kannst du noch rennen? Nee, du kannst nicht mehr laufen. Okay, weg damit. Aber der wird mir erstmal tierisch auf den Sack gehen, oder? Segen der Fürsten? Okay. So. Dich können wir aber nicht töten, oder? Dafür müsste ich mir den hier nehmen. Um Attentat auf den zu machen, aber nee. Ah, jetzt ist die Frage. Mach mir den platt? Können wir den überhaupt platt machen? Der hat krass viele Hunde. Ah, sein Hauptding ist gut angeschlagen. Ich glaube, wir gehen den mal besuchen, oder? Ja. Theoretisch könnten wir... Wir haben 4 Überschuss. Runde bis zum Überschuss eine. Wir haben schon 4? Ja. Ja, warten wir auf die nächste Runde. Wir gucken mir mal, ob wir den in den Arsch treten können, dem Penner hier. Eine Konföderation, das ist nicht gut. Aber wie einfach hier nur wartet. Nicht, dass es jetzt ein Hinterhalt ist oder so. Wir werden hier mal ein Lager aufschlagen. Und, Hordenwachstum. Bevölkerungsüberschuss ist Hordenwachstum, oder? Ja. Gut. Dann machen wir das mal. Und dann warten wir noch eine Runde und du hast ein Level up. Mhm. Was bringt dir eigentlich dieser Ross mit dem Harnisch? Gibt's da, ist es irgendwas Besonderes? Oder muss man das machen für den Manticore? Auf jeden Fall, der wird auf jeden Fall den Manticore kriegen. Das sieht einfach nur schöner aus. Ah, den setze ich den Punkt hier lieber. Hier rein. Oder soll ich den. Nee, hier. Ein bisschen mehr in Kampf. Das ist in einer Runde fertig. Dann warten wir noch eine Runde.
Und dann treten wir den in den Arsch. Was? Ein Attentat. Auf den machen. Meinetwegen, wenn es denn sein muss. Sagen nur 37% Chance. Ne? Mal gucken. Erfolg! Nice! Und wir haben Standard Disziplin bekommen. Nice. Sehr nice. Ist er jetzt tot? Er ist tot. Dann kann er ja wieder zurück, wa? So. Benötigt Wachstum 20. Und wir kriegen keine, oder? Ereignis minus 5, stimmt. Wegen irgendeinem Ereignis kriegen wir kein Wachstum mehr. Das ist echt kack, yes. Ja. Wie gesagt, denn... Ach, der hat ein Level-Up. Dann machst du auch hier schön auf Angriff. Und den habe ich schon gesagt, er soll rübergehen in die Armee. Zurück in die Armee. Oh. Da kommt ein Zwerg. Das ist nicht gut. Du gehst zurück in die Armee. Zack. Hier ist alles safe. Dann können wir ja sagen, raus. Und wir treten den mal schön in den Arsch. Was hat denn der eigentlich hier aufgebaut? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, der Zwerg macht mir auch Sorgen. Aber mach mir den erstmal hier platt. Gibt es irgendeinen Bonus? Nein. Wenn der Magie. Nee, wir haben keinen Mal. Okay, passt. Das. So ein Penner. So, dafür haben wir kein Geld. Toll. Geschwindigkeit für Chaoshunde. Und Rekruten. Chaosbewahren haben gleich 2 Level mehr. Ich würde sagen, die Hunde. Das kann nicht sein, wie. Der Typ jagt uns doch bestimmt wieder in eine Falle rein. Das hatten wir doch letztes Mal gehabt. Fraktion vernichtet. Mhm. Bevor wir was machen, speichern wir mal. YouTube. Lokal. Und greifen den mal an. Unleash Chaos! Okay, sieht auf jeden Fall gut aus. Ha, das sieht sehr gut aus. Theoretisch könnten wir auch automatisch Gefecht machen, aber nein. Die Chosen... Oder kriegt der das? Hey, den kann ich das Banner auch geben. Krass. Nein, bekommt er nicht. Bekommt er nicht. Hey, geh weg. Lieber hier diesen Chosen Hellbart. Hellbade, so. Die zugewiesene Einheit, ja. Oder, Moment. Nee, doch, passt. Würde ich mal sagen, Angriff. Aber ich muss schon sagen, der hat schon eine krasse Hundearmee. Aber sonst kann er nix. Die andere 2x Pferde, es sollte kein Problem sein.
Die Hunde kümmern sich um die Pferde. Und hier ist Wald. Der hat sich einen echt interessanten Ort ausgesucht dafür. Scheiße. Stelle ich mal hier hin. Arthas und sein Freund kommen hier hin. Kriegen die ihre Privatarmee hier hin. Die andere Armee setze ich denn hier versetzt hin. Die Pferde werde ich hier positionieren. Die Hunde hier drüben. Und den kann ich ja auch hier so. Ich weiß nicht, was genau die für eine Sonderdings haben, aber ich denke mal, die gehören gut zu den Angreiftrupp hier. So, Gefecht starten. Kanone. Macht da was? Kann er was machen? Schießt er? Ne, die Kanone geht zurück. Da sind die Hunde. Da sind auch ein paar Hunde. Ja, wie mache ich das jetzt? Achtung! Berittene Feinde greifen an. Achtet gut auf eure verletzlichen Einheiten. Ihr meint die hier? Ja. Die setze ich denn lieber auch zurück, genau wie meine Hunde. Ist nicht gerade lustig. Moment. Pause? Nee. Ah, das ist jetzt richtig schlecht. Die werde ich mal nach vorne. Genau wie diese Einheiten hier. Oh, wer kommt denn da an? Oh ne, die Hunde. Dann habe ich nicht gedacht. Das ist blöd gelaufen. Richtig blöd. Ist da noch irgendwas? Keine Ahnung. Ich muss kurz Überblick. Da sind noch Hunde. Meine Pferde werden gerade aufgerieben. Das war sowas von klar. Ihr kümmert euch mal darum. Diese Armee kümmert sich um die Hunde. Ihr geht ein bisschen weiter zurück. Dann gucken wir mal. Die Reiter haben mal sowas von verkackt. Na, es ist blöd gelaufen.
richtig blöd gelaufen. Hier sind die fleißig am Kämpfen mit den Hunden. Hoffentlich schaffen die das. Ich kann ja kurz meinen Typen dahin schicken. Wo ist er eigentlich? Was macht denn der denn da? Oh Mann! Sind das auch meine? Tatsächlich. Was machen die denn da? Scheiß, was geht? Was ist denn da passiert? Mein Haupttyp soll da mal reinrennen. Los, mach da mal Platz. Und Arthas kümmert sich mal um den hier. Na, wo ist Arthas? Da. Oh, wie einfach ganz weit weggegangen ist. Ganz toll. Hä? Nö! Wo sind meine... Die haben meine Kanone weggemacht. Ah, so ein Scheiß! Habe ich nicht aufgepasst. Sind die noch rettbar? Weiß ich nicht. So ein Scheiß. Ich hoffe, dass ich das reparieren kann. Meine Kanone, weil das ist eins der wichtigsten Dinger hier. Nee, ich glaube, die ist weg. So ein Penner.